Hallo meine lieben Freizeitstrategen da draußen und herzlich willkommen hier zurück bei unserem Road to Samarkand, oder wie haben wir das genannt? Wie dem auch sei, ist ein schöner Reim. Ich begrüße an der Stelle auf jeden Fall den lieben Tante Günner und auch den Legendary Marvin. Hi. Servus. Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, und auch salvierte Spectatores. Kannst doch nicht gemeinsam begrüßen, da verwirrst du uns. Ja, das ist Absicht. Ja, aber echt jetzt. Meine Promotion, da ging es um Selbstorganisation. Also organisiert euch mal gefälligst selbst. Wir sind ja auch nur so ein Zellklumpen. Ne? Genau, wir alle sind das nur. Ja. So, wollen wir mal loslegen? Ja, hau mal die Bremse raus von mir aus. Ja, das musst du machen. Nee, ich Alter, kann's ja auch. Wow, warte mal, ich sehe gerade, boah, Chagatai, ey, Vater, die haben 24.000 Mann. Alter, wie riesig ist der Chagatai? Ich weiß, als der ich meine, Erbe des Mongolischen Reiches. Aber hallo, ey, das machen die gerade, aber safe, ne? Also ich weiß noch, als ich mein Mogulistan-Let's Play gemacht habe mit Chagatai, habe ich da, glaube ich, angefangen oder so. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich glaube, ich hatte mit Chagatai angefangen und ich auch, dass du mit Chagatai gemacht hast. Und es war so Pain am Anfang zu spielen, weil du nie Truppen hattest. Das war so krass, ey. Und jetzt hat der da, jetzt hat der 4000 Mann mehr als ich. Und Nogai ist auch dick im Rennen, ne? Nogai ist auch ein geiler Name. Ja, wir immerhin 12.000 Mann haben die. So. Und jetzt muss ich hier ein bisschen pushen. Jetzt wird's hier ätzend. Seht zu, dass ihr da reinkommt. Oh Gott, ich verliere den Scheiß. Oh Gott, ich verliere den Scheiß. Oh Gott, ich verliere den Scheiß. Bitte. Ah! Natürlich habe ich es verloren. Komm, jetzt nochmal 10.000 Mann drauf, dann wird das was. Komm mal, Papa braucht nochmal ein neues Paar Schuhe. Jawohl. Und. Wenn du Pech hast, braucht Papa bald noch ein neues Paar Söldner. Im schlimmsten Falle, ja. Jetzt weiß ich, wie Marvin vorgehen wird. Marvin wird Belutschistan diplo-vasalisieren, um dann die Timis anzugreifen. Ich erobere mal kurz ganz Indien, damit ich so groß bin, die sich diplo-vasalisieren lassen von mir. Ah, du weißt doch, ich werde die. Perfekte Plan. Ich werde sie irgendwann kleiner machen müssen. So, also auf jeden Fall, ich habe es geschafft, sie zu verhauen. Zu meinem eigenen Erstaunen, aber dafür hat man ja auch Vasallen, möchte ich mal behaupten. Ich wollte euch gerade auch nochmal darüber aufklären, nur damit ihr da im Bilde seid, wisst ihr, wie man die Mamelucken möglichst schnell besiegen kann in diesem Spiel eigentlich? Also wie du die Mamelucken so richtig an die Wand fährst, dass sie nichts mehr auf den Appel kriegen. Nee. Muss ich mit ihnen verbünden. Das ist echt das ist so krank in dem Spiel. Da, wenn du dich mit einer starken Nation verbündest, die kriegen nichts mehr hin. Kannst dich mit Russland nachher verbünden, wie ich das, glaube ich, in diversen Let's Plays gemacht habe, die dann nachher in keinem einzigen Krieg mehr mitmachen können, weil die 8.000 Denare Schulden haben oder so. Mhm. Oder mit Spanien 2.000 Denare Schulden für die nächsten 500 Jahre oder sowas. Ne? Du kannst gar nichts mit denen anfangen. Es ist so heftig. Die helfen dir irgendwann noch nicht mal mehr, wenn du angegriffen wirst, weil die so viel Schulden haben. Also es ist echt verrückt. Es ist echt total verrückt. Echt total verrückt. Uiuiui, jetzt wird's aber echt hässlich hier. Ha. Nee, das machen wir nicht mit. Ich mach mal Pause. Haha. Ja. Ich glaube, ich bin zufrieden mit dem, was ich hier gerade eben sehe. Ja, das machen sie nicht. Scheiße. Das machen sie auch nicht. Boah, ist das ein unbefriedigender Sieg hier. Egal, aber Hauptsache, ich habe gewonnen. Der Krieg endet. Haha. Scheiße, ey. Weil sonst hätte ich nämlich jetzt hier gerade eben ganz schön auf die Fresse gekriegt. Aber ich bin einen Schritt näher gekommen. Aber halt nur einen. So, dann gehst du jetzt mal da rein. Ja, also ich muss echt jetzt erstmal nochmal hier so ein bisschen was gewinnen, ey. Also Kazan ist echt eine Herausforderung. Das ist wie so eine Wand für mich.
Das ist momentan echt noch kein Zustand. Und mein Hauptproblem ist eher die Wirtschaft, ne? Also ich bin wirtschaftlich nicht dazu in der Lage, diese Kriege zu führen. Die Wirtschaft, ihr Narren. Genau, ja, stimmt. Das ist eine Option bei einem Kometen, ne? Aber sie mussten, lange Zeit haben sie ja zu jedem DLC eine neue Kometenoption gebracht. Deswegen gibt es inzwischen ja 8 Antwortmöglichkeiten. Aber das haben sie ja aufgehört, weil die Engine nicht mehr als 8 Antworten für ein Event verträgt. Ja, klasse. Die Engine. Sehr geil. Ach, Dänemark, jetzt hör mal auf, hier Ansprüche zu stellen. Och, Mann, ey. Wäre es gerade eben echt ungünstig. Es wäre gerade echt ungünstig. Polen nicht verrät, werden sie dich schon nicht angreifen. So. Ah, geil. Ich habe jetzt hier Atakiert Novgorod abgeschlossen. Ist mal gerade wieder sehr witzig, dass alle meine wichtigen Nationenmarkierungen mal wieder weg sind. Boah, Alter, voll der Lord, ey. Oh nein. Ach so, okay, das war der Diplo-Fritze. Alles klar. In den. Das Leben ist und bleibt einfach hart, aber ungerecht. Warum sind die Es Einheiten hier gibt. grau? Ach, das sind diese Strelzi, die ich jetzt hier bekommen habe. Naja. Damit du weißt, welche Einheiten stärker sind. Du meinst, dass ich diese Strelzi einfach nur verheizen kann, meinst du? Ein bisschen stärker als die anderen. Ach so. Die haben 1, 1, 1, 1. Okay. Also die Einheitentyp ist derselbe wie die anderen Infanterieeinheiten, aber die Strelzi kriegen, glaube ich, 10% weniger Fernkampfschaden, also den sie erleiden. Also sie erleiden weniger Schaden, aber bin ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Müsste aber irgendwo in dem Tooltip stehen, wie fast jede Information in EU4. Oh, warum nicht? Dann gibt es noch Tooltips in Tooltips in Tooltips. Boah, wie die Polen mich hier im Stich gelassen haben, ey. Aber dafür habe ich jetzt ihnen auch nicht gegen Ungarn und Österreich geholfen. Mewa hat wieder so ein paar Koalitionsdinger, ne? Ja, es war. Ich habe mir gerade überlegt, ob ich Multan angreife. Da hat sich leider die Koalition angefangen zu bilden. Das sind halt genau die 4. Wie das Spiel mir halt einfach alle meine Anführer getötet hat, bis auf einen. Das macht das Spiel so gern, so verrückt. Du kannst dir halt überlegen, ob du in Friedenszeiten den General, also den General aus dieser Armee abziehst, ne? Damit, weil die Wahrscheinlichkeit ein bisschen höher ist, dass der halt stirbt, wenn er eine Armee kommandiert. Und ja, doch, also es gibt viele Leute, die das machen. Ich gehöre auch zu den Leuten, die sich sowas gerne mal überlegen, Aber ne? ich trainiere mit denen eigentlich ganz gerne. Ja, dann musst du sie drin lassen, dann geht's nicht anders, klar, Ja. ne? Ich fasse es nicht. Ich habe bald meine erste Idee. Cool. Ich habe immer auch nicht Tech 4 geforscht. Ich bin langsam aber sicher echt nervös. Was nehme ich denn jetzt wohl Cooles? Ja, wahrscheinlich die defensiven Ideen damit. Armeetradition jährlich. Ist schon ziemlich mächtig, ne? Armeetradition Auf jeden jährlich Fall ist nicht. gut, ist aber nicht wirklich mächtig, würde ich sagen. Also was mächtiger ist, ist auf jeden Fall Moralbuff da. der Moralpunkt, der ist mächtiger. Und ich denke auch, warte mal, was kommst du da noch? Ich muss da nochmal reingucken. Also der Manöverpunkt, der ist auch geht so. Der Unterhalt für die Armee, der ist gut, der reduzierte. Die günstigeren Festungen, das ist relativ lame. Die Verstärkungsrate für die Regimenter ist gar nicht mal so schwach, also wird gerne mal unterschätzt, aber das ist eigentlich ein
recht guter Buff, finde ich. Und dann halt nochmal die minus 25% Verschleiß ist halt auch wieder sehr mächtig auf jeden Fall. Mhm. Und ja, also das sind halt eben, ne, die Armeetradition und der Moralbuff, das ist halt eben für einen Anfang auf jeden Fall halt sehr gut. Und das Mächtigste in meinen Augen ist der Moralbuff. Ne? Du schwankst am Anfang in der Regel eigentlich so, also ich schwanke dann häufig zwischen Offensiv, Defensiv und Quantität. Weil am Anfang sind die Qualitätsunterschiede in den meisten Regionen nicht so groß, dass du da wirklich auf Qualität setzen musst. Also am Anfang bringt dir das unter Umständen einfach nicht so viel wie später. Ne? Mhm. Das kommt halt wirklich drauf an. Und Quantität wiederum ist auch echt nicht so schlecht, weil du damit halt unfassbar viele Truppen nachher aufstellen kannst und sehr viel Rekrutenreserven hast. Aber du als Russland oder Moskau hast das ja alles schon. Du brauchst dir das eigentlich nicht zu erkaufen. Da würde ich dann halt eher versuchen, das, was du hast, halt einfach nochmal besser zu machen. Ne? Mm. Jetzt hat mir das Spiel gerade übrigens nochmal meinen Gen gekillt, der echt noch nicht so alt war übrigens. Tja, bitte den hier, der hat sich wahrscheinlich bei den Schießübungen vorne hingestellt. Der war richtig gut. Der hatte, glaube ich, der hatte 5-4-3 oder sowas. 5-4-3-1 oder so. Der war ziemlich, ziemlich stark. So, Defensivideen verabschiedet. Und schon mal hier die Schlachtfeldkommission gemacht. Plus 1 Armeetradition jährlich. Als nächstes machen wir dann hier gleich mit den militärischen Drill. Den militärischen Bohrer. oh, Disziplin wäre aber auch nicht schlecht. Problem ist, der Dude ist zu teuer. Was hat denn Marvin eigentlich so für einen Herrscher? 633. Der Marvin hat wenigstens einen ordentlichen Herrscher, ne? Der taugt. Ich habe auch einen guten Herrscher, tatsächlich. Meiner hat 345. Ja, gut. Ich habe 314 und mein Nachfolger hat 005. Wie sieht's bei euren Nachfolgern aus? 362. Wie kann ich Günners Herrscher nochmal assassinieren? Du meinst, dass es sich auch so richtig schön lohnt, ne? Ey, doch, bitte, du, weißt du, momentan ist der Typ ja erst 7. Das heißt, wenn du ihn assassinierst, dann kommt meine Sultane, die ist wesentlich besser als mein aktueller Herrscher. Dann warte noch. Ja. Ja, bald kann ich nochmal hier ein bisschen die Autonomie reduzieren, dann bekomme ich wieder mehr von allem. Plus 3 für Ivan, der Dritte. Warte mal, durch was entsteht das eigentlich? Ist das durch die administrative Macht oder so? Wahrscheinlich ist das der Fall. Warte mal, wo ist denn das? Wo ist denn der Kram? Da. Ja, plus 7 und plus 8. Hä? Okay, ich bin schwer verwirrt. Wodurch... Achso, doch 4 und plus 5. Ja, das ist die 3, 4, 5. Interessant, okay. Ich habe gerade eben was kapiert. Freu. Mit F-R-O-I. Oh, meine Manpower. Nicht existent. Ich habe gedacht, ich fresse mich jetzt hier so durch Kasan durch. Aber so einfach ist es nicht. Die Timis haben übrigens Fars annektiert. Wollte ich nur mal so loswerden. Das ist auf jeden Fall eine Farce. Das ist echt eine Farce. Oh, da kämpft jemand gegen Schweden, Dänemark und Norwegen. Ja, ihr dürft gern durch mein Land laufen. Herzlich willkommen, hier ist der Weg. Zertretet nicht die Tulpen, wenn ihr vorbeilauft. Aha. Hier passiert original gar nichts. Das kann ich abbrechen. Also ich habe gerade eben jede Menge Geld rausgeschmissen, der Hoffnung, dass ich hier eine Religion durchsetzen kann. Nope. Das war am Ende dann doch eher Science Fiction, also mehr Fiction als Science.
da ist so eine neumodische Religion unterwegs, die heißt Renaissance. Weiß einer was von euch drüber? Religion ist eine interessante Bezeichnung. Bitte was? Ich glaube, er hat es auch nicht so ernst gemeint, ne? Das ist ja, klar. Jetzt habe ich hier gleich wieder Rebellen, die ich jetzt wieder verhauen darf. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Tja, also irgendwie ist das so ein Waiting Game, ne? Ja, ist doch normal. Was kriege ich eigentlich, wenn ich Dominanz im Weihrauchhandel habe? Bestimmt was Schönes. Kann man doch irgendwie, Marvin, das kann man doch irgendwie über ein Ledger sehen oder wo, ne? Ja, bei Handel, strategische Güter müsste das drinstehen. Ja, danke. Ah, cool, das kann man sogar nach Namen sortieren, nicht schlecht. Toleranz, wahrer Glaube, plus 0,5. Wer dominiert natürlich momentan? Die Ming. Oh Gott, Alter, das ist einfach so blöd. Gleich habe ich plus 15% Moral. Ich brauche eigentlich die 10 Punkte Legitimität dringender. Oha, sie berichten vom Ereignis der Bronzekanone. Oh, hat jemand Tech 7 geforscht? Das hatte ich Ottos. Schon vor einem Monat. Die Ottos. Ich kannte, aber die Ottos sind Tech 6. Ja, sie forschen wahrscheinlich gerade dran. Dann verstehe ich vielleicht nicht, wie das Event funktioniert. Das ist vollkommen möglich. Yeah. Mehr Moral. Mehr von allem. Dinge, die ich gut finde. Mehr. Genau. Immer diese Obi-Schleichwerbung. Nee, es ist nur dann Schleichwerbung, wenn du dafür Geld bekommst, es aber nicht sagst. Nee, das stimmt nicht. Echt? Es ist auch Schleichwerbung, wenn du bewirbst, ohne dass du Geld dafür bekommst. Das ist interessant. Das ist tatsächlich eine gar nicht mal so unknifflige Sache. Aber das ist ja Unsinn eigentlich. Oh Gott, ich habe die Hungersnot. Ja, nee, also sagen wir mal so, das ist ja dieses berühmte Influencer-Urteil, ne? Wenn du, ich weiß gar nicht mehr, bei wem war denn das? War das die Frau vom Hitzlsperger? Nee, warte mal, der Hitzlsperger, der hat, glaube ich, keine Frau, ne? Und nicht die? Ich weiß es nicht, nee, warte mal, nee, das war die Frau von irgendeinem Fußballspieler, ne? Die ist von Manuel Neuer oder irgendwie sowas. Und die ist ja irgendwie auf Instagram, hat die 50.000 Follower oder sowas, was zu dem Zeitpunkt da auch auf jeden Fall echt big war, ne? Und dann war das, glaube ich, also ne, hier die Leute in den Kommentaren wissen das hoffentlich und vielleicht kann das einer jetzt nochmal richtig schreiben, wer es genau war. Die hat auf jeden Fall immer in irgendwelchen Klamotten von Herstellern posiert und hat auf deren Websites verlinkt. Die hat aber nichts. Ich hasse dieses Drecks-Game, ey. Verlier nochmal einen Punkt, Stabi. Danke dafür. Ist natürlich super, wenn du ein Event hast, dass ihr nochmal 15% durch den Klerus den ganzen Scheiß teurer macht. Ich pausiere mal ganz kurz und erzähle das jetzt noch einmal und dann werde ich mir noch einmal schnell angucken, wann mein Event mit diesem Stabilitätsdreck wieder weg ist. Die hat halt auf die Webseiten der Hersteller von diesen Klamotten verlinkt, hat aber kein Geld von denen bekommen, hat noch nicht mal die Klamotten irgendwie von denen geschickt bekommen oder sonst irgendwas. Hat aber auf diese Hersteller hingewiesen. Und das zählt schon als Werbung, weil sie als Influencer eine große Reichweite hat und das als Werbung kenntlich gemacht werden muss, auch wenn sie kein Geld dafür kriegt. War das das letzte Urteil? Weil das für die, so war die Begründung des Gerichts, weil das für den Zuschauer nicht direkt einzuordnen ist. Aber da war doch, und ich habe da mal was ganz Gegenteiliges meinst, was du gehört. Meinst, nee, was du meinst, das ist tatsächlich der, was du meinst, das ist die Werbevereinbarung nach dem Rundfunkvertrag oder sowas, ne? Oder von den Medienanstalten oder sowas. Das ist auch eine gültige Definition von Werbung.
Das Gericht sieht in dem Fall die Werbung aber anders. Also das Gericht interpretiert das ja nicht vor diesem kommerziellen Aspekt, mit dem Interesse jetzt hier Werbung zu betreiben, sondern mit dem Aspekt der Frage, wie so etwas für den, wie so etwas eingeordnet werden kann. Mhm. Für denjenigen, der das sieht. Und ja, insofern. Da bin ich froh, dass ich keine Reichweite habe. Ja, ne? Also, das meine, ist nicht korrekt tatsächlich. Also jeder von uns fällt da eigentlich drunter. Ab 10.000 Follower oder ja, Abonnenten. Das kommt drauf an. Das muss halt eben in einem. Da gibt's keine. Das ist ja das Problem für uns, ja. Mhm. Für alle Leute, die irgendwie YouTube-Videos machen oder mit einigen Followern. Selbst auch wenn du nur einen Twitter-Account hast, ne? Mhm. Kann es schon sein, dass du dort als Influencer giltst, aber wenn du gar keine Videos irgendwie machst oder sowas. Denn auch da, wenn du dich nicht als Influencer das, siehst, das ja, Gericht sieht für, dich halt so. Und ja, es gibt für uns keine allgemeinen Regeln. Und das ist echt ein Problem für uns, ne? Weil man bräuchte da ein bisschen mehr Rechtssicherheit. So läuft es darauf hinaus, dass das in Einzelfällen geprüft wird. Ne? Und dann ist es wieder, ja, und dann kann es halt eben tatsächlich sein, dass es halt zu Ungunsten von auch kleineren Leuten ausfällt. Mhm. Ne? Aber können wir mal weiterlaufen lassen? Dankeschön. Ja, ich mach weiter, ja. Dann sollte ich wohl aufhören, Leuten zu sagen, dass Paulaner der einzige wahre Spezies ist. Ja, also ich meine, gerade also dann. Das ist eine objektive Wahrheit, das werde ich ja wohl sagen. Es ist eine objektive Wahrheit, aber du bist halt auch ein Bayer, ne? Das ist nochmal was anderes, ne? Also, Bayern hast, dürfen Werbung für Biermarken machen. Ja, ja, du hast das große Glück, in dem Augenblick, wo du, wo dich irgendjemand verklagen wollen würde, da kommt der Söder und rettet dich. Höchstpersönlich. Weil er merkt, scheiße, das ist auch ein Bayer, da muss ich eingreifen. So, jetzt habe ich hoffentlich gleich noch mal ein paar Sudebnik-Leute. Okay, das scheint ein jährlicher Fortschritt zu sein, oder? Ah, der glaube, pro ja. Jahr. Okay, pro Jahr sehe ich jetzt erst. Ich habe endlich wieder Manpower. Ich fasse es nicht. So, jetzt haben hier gleich die kasanischen Rebellen hier gleich mal wieder eine Muckerei. Moment, bevor der Monat zu Ende ist. Sorry. Ja, voll am 31. auf die Vollbremsung getreten. So fährt Günther bestimmt auch an eine Ampel ran, ne? Vollgas und dann plötzlich. Und zack. Du, der Witz war tatsächlich, bei meiner letzten Autoinspektion sagte mein. Ja, das ist kein Witz. Bei meiner letzten Autoinspektion. Da sagte mir der Typ von der Autowerkstatt, also sie müssen unbedingt mal häufiger bremsen. So, auch mal ne, so scharf bremsen. Ne? Er hat gemeint, es ist ja ganz schön, wenn sie versuchen, Sprit zu sparen, indem sie immer die Bremswirkung des Motors halt nutzen und immer nur so langsam rollen und so weiter und so fort. Ja, aber. Sie müssen auch stärker bremsen. Marvin, du willst jetzt nicht unbedingt noch Sint erobern oder einfach nur, machst es nur deswegen, damit die aus der Koalition rausgehen? Einfach nur einen großen Friedensvertrag. Für einen schönen Waffenstillstand. Ich habe 99% Warscones, die nehmen nicht mal einen niedrigen für 40% an. Das ist manchmal ist die KI schon lustig. Jetzt musst du Delhi und Mewa musst du jetzt auch noch erobern. Oder bist du gar nicht mit denen im Krieg? Ich erober einfach alles. Kann ich eigentlich irgendwo sehen, wann die Rebellen hier einen Aufstand planen? Kann man das vorher schon sehen? Gibt es da ein Datum oder so irgendwo? Nee, du hast ja die prozentuellen Fortschritt. 90%. Genau, und du hast eine monatliche Chance, dass sie nochmal um 10% weitergehen. Das ja, hier, 6,9%. Ja. Genau, und das ist der Rest ist Glücks, Pech oder Pechsache, je nachdem. Ja, ich kann ihnen jetzt aber. Aber wenn ich denen jetzt 100% Autonomie gewähre, dann ist es scheiße. Dann ist die Provinz erstmal nichts wert für eine Zeit.
Naja, sie ist so gesehen schon was wert. Aha, ab jetzt kann ich Leute... Oh Gott, 333 Turns, ihr wollt mich doch trollen, ey. Das kann nicht euer Ernst sein. Gleich weiter. Alles gut. Passt. Boah, ich habe wieder fast 5% Armeeprofessionalität. Ich kann mir gleich wieder den ganzen Crap unter den Fingernägeln rauspulen, als Soldaten verkaufen. Ja, das ist das Tollste an Armeeprofessionalität. Wobei das in Emperor, ja, ich weiß jetzt noch nicht mehr genau, was es war, in Emperor haben sie den Armeeprofessionalität jetzt wieder stärker gemacht, in der Hoffnung, dass die Leute aufhören, das einfach nur für Manpower zu missbrauchen. Wobei ich tatsächlich auch zugeben muss, das ist auch das, wie ich das nutze, tatsächlich, ne? Ich habe mir früher mal eingebildet, dass diese Armee-Professionalität irgendwas wert ist. Ich meine, es ist ja nicht so, dass sie wertlos ist. So mal ganz böse. Ich meine, da ist immer einiges an Prestige, an Disziplin drin. Die Disziplin ist es gar nicht, aber der Schaden-Fernkampf, wenn das voll ist, der ist schon nicht schlecht. Aber Manpower ist halt wichtiger. Das ist halt das einfache Problem. Ja. Aber je nachdem, was für eine Kampagne man spielt, hatte auch schon Kampagnen, wo ich viel Armee-Professionalität hatte. Kann schon mal interessant sein. So, jetzt habe ich schon wieder Kriegsmöglichkeiten gegen Kasan oder was oder wie. Das ist ja schnell gegangen. Tatsache, Gott, die Zeit geht in das Land, ey. Ich sollte eigentlich als allererstes jetzt hier nochmal die Dingens da oben schlagen. Novgorod. Dann habe ich das Problem endgültig hinter mir. Wobei ich behaupte, das ist so ein Krieg. Da schicke ich jetzt einfach meine Leute rein. So, viel Spaß. Einfach mal so kurz auf Krieg geklickt, ne? Weil wirklich Truppen haben die nicht mehr. So, jetzt muss ich ganz kurz meinen Endfrieden planen. Ein Endfrieden? Klingt irgendwie, klingt komisch, gell? Ein deutschen absolut normaler Begriff, würde ich sagen. Also, willst du das vielleicht endgültig lösen? Möchtest du vielleicht auch sowas hinaus, oder? Genau, provoziert. Ja, kein Stück. Ja, ja, und ich bin derjenige, der auf Family-Friendly-Content rumreitet, ne? Genau. Genau. So schaut's aus. Oh, Dude, bist du verrückt, ey. Will ich da wieder einer trollen? Alter. Alter, du hast ja, der hat sich komplett durchgefressen bis hoch zu den Timmies, ne? Nein. Du hast eine Grenze mit den Timmies. Nein. Okay, dann ist das offenbar nur eine Einbildung. Das ist die Revolt. Mit derselben Farbe. Ja. Kaum war ich weg. Kaum war ich weg, war die Rebellion da. Ach ja. Ich glaube, ich fange sie ab. Ich kann wieder dieses Strelzchen ausheben, ey. Das ist echt heftig. Also. Cool, und jetzt verliere ich wieder 10 Armee-Traditionen. Ja, das ist immer dann wieder schlecht in der Retoure.
ich jetzt hier wieder für Meldungen habe, das da passt ja auf keine Kuhhaut. Okay, die haben keine Armee mehr, jetzt muss der Scheiß nur noch hier erobert werden. Wird ja auch langsam aber sicher mal Zeit. Jetzt habe ich wieder eine abnehmende Innovationsfähigkeit. Das ist auch eine der nichtssagendsten Meldungen überhaupt. Permisch. Das heißt, machen die da drüben jetzt hier wieder Stress oder was im Perm? So, jetzt werde ich mir mal den Rest hier einverleiben. Moment mal kurz. Oh, ich bin ein Penner. Aber gut, wusstet ihr vorher, ne? Wusstet ihr vorher schon, ne? Wusstet ihr vorher schon? So, ich habe gerade meinen Frieden gemacht und damit ist Novgorod raus, sobald du die Pause rausmachst. Ja. Ich darf ihn gerade hin. Vorbei! Ja. Game over, over für Novgorod. Game over für Novgorod. So, ich muss mal. Ja, achso, sorry. Habe ich. Oder mach mal auf 2 runter, dann kann ich das auch so on the fly gucken. Das ist nicht so gravierend und. Jetzt muss ich den ganzen Käse wieder koren, ey. Das ist auch machbar. Okay, also langsam aber sicher werde ich größer. Halten wir das mal fest. Problem ist, ich mache immer noch... Achso, ich weiß, warum ich kein Geld mache. Ah, diese Scheißfestungen! Ich krieg da irgendwann nochmal so ein... Ich werde nachts aufwachen und schreien, oh Gott, habe ich die Festungen ausgemacht? Das ist ganz normal. Und dann so, ach nee, Gott sei Dank, nur der Backofen ist noch an. Okay, geil. So, ich habe jetzt meine erste nationale Idee, 10% mehr Steuereinnahmen freigeschaltet. So gefällt mir das. Ich habe noch nicht mal eine Ideengruppe freigeschaltet. Ich glaube, jetzt bin ich langsam aber sicher im Powerhouse-Modus angekommen. Ja, du musst, also wie gesagt, ne, da... Sollte man auch immer so ein kleines bisschen aufpassen, weil ne, einfach so schnell hochfahren, das ist nicht immer unbedingt sinnvoll. Ne? Das kommt wirklich immer drauf. Das kommt wirklich immer drauf an. Oh, ich muss übrigens sagen, ich hätte die Pause die Folge fast beenden, drin ne? lassen können. Ja, ja, wir müssen jetzt gleich Schluss machen. Hier, aber komm, den Januar, den lasse ich noch durch. Genau, den Januar lassen wir noch durch. Der den glaube ich noch sein. Den dürft ihr noch haben. So, ich muss übrigens mal hier gerade nochmal das machen. Ein so. Januar darf noch durch, also. Und dann sehen wir uns im nächsten Part, würde ich sagen, ne? Genau. Tschüss. Servus. Macht's gut und Pax Vobiscum, Valete.